So Leute, es ist Pre-Release-Wochenende gewesen. Beziehungsweise wir haben jetzt aktuell Release-Woche von Kaltheim. Alle machen Kaltheim auf. Also muss ich auch Kaltheim aufmachen. Gucken wir uns Kaltheim an. Ha. Es gibt bisher nur Draft Booster bei mir im Local Game Store. Und da ich den ganz dringend unterstützen wollte, habe ich eben Draft Booster dann gekauft. Kauft keine Draft Booster, kauft Z-Booster, wenn die ab nächste Woche da sind. Wir haben, oh mein Gott, das ist wunderschön, diese Karten zu sehen. Ich habe lange darauf gewartet. Frostbite, ein rotes Mana Snow Instant. Das ist übrigens der neue, neue Snow-Rahmen. Und diesen Rahmen werden jetzt alle verschneiten Karten haben. Also dieses leicht weiße. Dieses Snow Instant fügt 2 Schaden an der Kreatur oder am Spieler, Kreatur oder Planeswalker zu. Und wenn man 3 oder mehr Snow Permanence kontrolliert, diese Fähigkeit kennen wir aus Modern Horizon, dann macht das 3 Damage. Leider nicht dem Gegner ins Gesicht. Ich hätte einen Snowbolt einfach gefeiert. Aber er wäre wohl fürs Format zu stark. Noch eine Snow-Card, diesmal eine Snow-Kreatur, Troll Warrior. 3 Mana 2/3 für 2 verschneite Mana, das sind Mana, die von verschneiten Ländern gemacht werden müssen, kriegt er +2/+0 und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Und er wird getappt. Okay, man kann blocken das aktivieren, man kann angreifen das aktivieren, das ist kein Problem. Aber man kann das nicht einfach so aktivieren. Hä? Ja, egal. Früher hieß das mal regenerieren. Death Null Berserker. 2 Mana 2/2, wenn die stirbt und wenn ihre Stärke 3 oder höher war, kriegt ihr einen 2/2 Zombie Berserker. Okay. Bound in Gold. Oh, wunderschön. 3 Mana Enchantment, eine verzauberte Kreatur, permanente sogar, kann nicht angreifen, blocken oder als Vehikel gecrewt werden. Außerdem können die Abilities nicht benutzt werden, es sei denn, es sind Mana Abilities. Damit kann man also Planeswalker ausschalten. Das ist cool. Depart the Realms. 2 Mana Instant, ihr bringt ein Nichtland permanentes zurück auf die Hand. Mit Fortell. Fortell ist meiner Meinung nach die stärkste Fähigkeit in diesem Set. Und wenn ihr sowas habt wie Ravenform oder so, Bombe. Auch das Ding wird wahrscheinlich gespielt werden. Gute, gute Karte. Vor allem, weil es Non-Land Permanent ist. Ihr könnt die Karte für 2 Mana irgendwann verdeckt ins Exil legen. Und für ein blaues dann eben casten. Hagi Mob. 5 Mana, 5/4 Trollbörserker mit Boast. 2 Mana. Und der fügt 1 Schaden an irgendeinem Target zu. Okay, das ist krass. Bad. Das könnt ihr nur aktivieren, wenn diese Kreatur angegriffen hat, beziehungsweise angreift. Das könnt ihr also direkt auch im Combat machen. Grim Dragoor. Ihr seht auch schon wieder Snow Creature, Zombie Berserker. 3 Mana 3/2. Er kriegt für 2 Mana +1/+0 und Menace. Oh, nicht schlecht. Davon muss 1 Snowmana sein. Scorn Effigy. 3 Mana 2/3 mit Vorteil 0. Das heißt, ihr könnt die für 2 Mana rauslegen und irgendwann für 0 Mana casten. Das ist gut. Smashing Success. 4 Mana, ihr zerstört ein Artefakt, Land, Artefakt oder Land. So. Und wenn ein Artefakt zerstört wird, kriegt ihr einen Treasure Token. Okay. Notwold Recluse. 3 Mana 4/2 Reach. Krass. Krass, gerade. Dann haben wir eins von diesen. Ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißen. Das Ding heißt auf jeden Fall Surtend Frostpyre. Es kommt getappt ins Spiel, es macht ein rotes. Und für 2 blaue, 2 farblose und ein rotes könnt ihr das Ding tappen, opfern, Scry 2 machen und dann 2 Schaden an jeder Kreatur zufügen. Das ist eigentlich ganz gut. Aber ihr könnt das nur machen wie eine Sorcery. Das ist eigentlich ganz bad. Provoke the Trolls. 4 Mana Instant. Das fügt 3 Schaden auf irgendeinem Ziel zu. Und wenn eine Kreatur davon Schaden kriegt, kriegt die Kreatur +5/+0. Das heißt, wenn ihr eine 1/4 Kreatur habt oder 0/4, ist die nach 5/1 für die Runde. Das ist ganz cool. Und unsere letzte Ankamen ist Binding the Old Gods. Hier sind ja wieder sau viele Sagas drin. Und 4 Mana Enchantment, Saga, wir zerstören ein Nicht-Land permanentes, als ein Gegner kontrolliert, für 4 Mana. Das ist okay. Danach suchen wir unser Deck nach einem Forest und bringen ihn ins Spiel. Das ist auch okay. Und am Ende kriegen alle Kreaturen Death Touch. Das ist auch okay. Ist eine ganz okay Karte. Und unsere Rares. Oh mein Gott, yes! Doomscar. 5 Mana, zerstöre alle Kreaturen mit 2 Mana verdeckt, Vorteil legen, für 3 Mana Vorteil spielen. Hammer. Wollte ich unbedingt haben, finde ich tatsächlich eine der besten Karten des Sets.
Es gibt ein paar, die noch besser sind, aber das sind lustigerweise fast alles Vorteilkarten. Ich bin von der Fähigkeit sehr überzeugt und ja, Hammer. Hammer. Nice. Guckt euch mal diesen Snow-Covered Swamp an. Ich will ja mal sehen, wenn der in Foil irgendwie mal da ist, ob dieses Foiling hier auch so leicht gefrostet ist. Das wäre ja richtig nice. Und wir haben noch eine Kaya-Emblem. Was die kann, sehen wir, wenn wir Kaya ziehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksit. Ciao, ciao.